Gute Zahlen nachbörslich von Apple und Facebook, aber bisher kann der DAX noch nicht so wirklich profitieren von den starken Quartalszahlen dieser beiden Unternehmen. Es ist nach wie vor ein Seitwärtsmarkt mit positiver Grundtendenz, aber so richtig nach oben schießt der DAX nicht. Gestern Gewinnmitnahmen oder wie soll man es bezeichnen? Auf jeden Fall eine latente Schwäche, nachdem auch in der Ukraine-Krise nicht wirklich eine Entspannung absehbar ist. Keine Entspannung auch in Tokio, da der Index knapp 1% im Minus, Hang Seng leicht nach oben, Shanghai leicht nach unten, Australien leicht nach oben. Das ist das, was man über die asiatischen Märkte sagen kann. Bis auf den Nikkei nichts wirklich Spektakuläres. Was steht heute auf der Agenda? Und da gibt es ein paar Termine, die es in sich haben. Zum Beispiel der bedeutendste Termin sicherlich heute aus Europa, der IFO-Index, der zeigen wird, wie steht es mit der Einschätzung der aktuellen Lage, wie ist die Erwartung, wie sind die Perspektiven für die Wirtschaft. Dann haben wir 14:30 US-Erstanträge und 14:30 auch die Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter aus den USA. Gestern ja katastrophale Neubauverkäufe aus den USA. Wir haben im Marktflüster einen Chart gezeigt, der nochmal klar macht, dass es mit der Erholung in den USA, was den Immobilienmarkt betrifft, nicht wirklich weit her ist. Und jetzt geht der Trend schon wieder nach unten. All das natürlich wie immer erfahren Sie auf finanzmarktwelt.de. Da sprechen wir nicht nur über die Welt, sondern auch über Finanzmärkte und manches, was auch Sie interessieren dürfte. Schauen wir mal, was der DAX heute im frühen Handel zaubert. Wir sind bei 9.587. Okay, wir haben ein kleines Gap hier gerissen heute Morgen nach oben aufgrund eben der starken Zahlen von Apple und Facebook. Aber so richtig Dynamik ist das nicht. Wir kommen nicht nachhaltig hier über diese Zone 9.600, 9.610. Das wird wichtig, wenn der DAX hier drüber kommt, dann nächster Widerstand knapp unter der 9.700er Marke und dann eben das Allzeithoch knapp unter 9.800 Punkten. Wenn wir uns hier Unterstützung noch, das sollte man vielleicht nochmal sagen, 9.545,40, diese Zone, die wir gestern mal angesteuert hatten, war hier schon im April mal ein wichtiges Niveau. Da kann man ein paar Punkte finden, die hier Unterstützung bieten können. Schauen wir uns aber mal den Vergleich an hier zum Nasdaq. Da sehen wir, der macht hier einen riesen Gap. Der Nasdaq wird ja praktisch als Index auch gehandelt, angelehnt an den Nasdaq Future. Und der hat natürlich positiv reagiert auf Apple und Facebook gestern. Jetzt kommen wir zu unserem besten Freund, dem Euro. Der ist aktuell bei 1,3825. Es geht hin und her. Gestern ging es mal hin und dann wieder her. Dann geht es rauf, dann geht es runter und dann wieder irgendwo in der Mitte. Das ist derzeit das Spiel. Nach oben ist der Euro irgendwie gedeckelt. Eigentlich möchte er nach oben, hat man das Gefühl, aber er ist eben irgendwo gedeckelt. Auf der Unterseite scheint er gut unterstützt zu sein. Es ist also faktisch ein Seitwärtsmarkt, der sich abspielt in der Summe zwischen 1,3780 hier und 1,3855. Das war das gestrige Tageshoch. Jetzt sind wir genau in der Mitte der Range. Schwierig zu sagen, wie es hier weitergeht. Der IFO heute um 10 Uhr, der wird da schon Aufschluss geben und den Euro sicherlich stark bewegen. Stark bewegt sind Sie hoffentlich auch mit der Aussicht auf das Marktgeflüster heute Abend. Wäre schön, wenn Sie da dabei sind. Ich wünsche erstmal einen hoffentlich entspannten, schönen, sonnigen, zufriedenen, wie auch immer, was man auch immer wünschen kann. Das wünsche ich Ihnen. Alles Gute, bis dann. Ciao.